Hallo und herzlich willkommen zurück zur Invasion von Syrtis. Wir haben jetzt wieder mal überhaupt keinen Bock. Ja, wir sind halt immer nur an den Stoßzeiten aktiv, selber schuld. Wir sind einfach ohne Probleme reinspaziert und holen jetzt die zwei Edelsteine von ihnen. Diese süßen Grünen und Türkisen. Gut, ja, es ist natürlich ziemlich ein Krieg gegen Syrtis. Die Syrten wollen mich natürlich angreifen als YouTuber, weil ich nicht ihr Reich genommen habe. Und ja, haben scheinbar keine Chance gegen mich, gegen meine Fähigkeit. Versuchen natürlich ein bisschen Probleme zu machen mit Dislikes und so, aber versteht einfach, ich tu mich nicht irgendwie da rein in, integrieren in den Krieg, und es bringt überhaupt nichts für euch, nur für mich positive Bewertung. Also, dass ich besser in den Videos der Suche angezeigt werde, das unterstützt mich nur. Und deshalb ist mir das egal, und ich kämpfe gerne ein bisschen gegen Haters. Ist mir egal. Das müsst ihr einfach wissen. Ihr dürft gerne meine Videos disliken, aber ich habe ja sowieso mehr Likes dank meinen tollen Kumpels und vom Braces Clan natürlich auch ziemlich Ding. Aber war toll, gestern Abend habe ich recht viele Battles gesehen zwischen Alcius und Syrtis, also wirkliche Duelle, und war richtig nett. Also danke an Alderos, und wie soll ich dich noch nennen, also Alderon heißt, glaube ich, noch dein Dritter oder so. Ich weiß jetzt gerade schon wieder nicht mehr. Ich habe ja geschlafen. Oder kämpft, ja. Sag doch etwas, ey. Okay, dann haben wir leider schon verloren. Wollen wir nochmal reingehen? Ich habe Lust, ein paar Kürbs noch zu holen. Ja, gut. Aber war schön. Weil man hat halt als Level 39 noch keine Chance gegen Barbaren. Die machen einfach viel zu viel Schaden für ihre Schnelligkeit und so. Algoros, okay. Nein, ist ja nicht unser. Ja, es hat sonst noch zu wenig los. Ich würde wahrscheinlich... Ja, ich kann es ja nicht verarbeiten. Momentan sind ja die Verarbeitungsdinge alle down. Und alle gestreikt waren halt nicht mehr. Verdienen zu wenig wahrscheinlich. Ja, na gut. Sind alle down gegangen. Ich kaufe mir bald ja eine Aufnahmesoftware. Also Ding, Bearbeitungssoftware, dann geht's wieder. Ja, aber es ist echt herzlich wenig los. Ich hätte am Morgen gerne auch noch ein bisschen Action. Aber ja, es ist schon spät für die Argentinier. Und deshalb ist jetzt wirklich nicht so viel los. Außer, dass einfach mehr los ist, weil die alles ein bisschen aktiver sind am Morgen. Ja. Das ist gut für mich zum Leveln. Ich bin jetzt auch nur einmal gestorben und habe ungefähr 10 Spiele erledigt oder so. Ja, ist ziemlich viel. Ja, Zombies habe ich noch ein bisschen angegriffen, weil die im Weg waren. Ja, gut. Mal schauen, ob sie noch da sind, aber ich glaube eher nicht, ja. Die werden wahrscheinlich jetzt so langsam zurück wollen. Geh jetzt mal hier mit Tarnt vorbei, das ist mir ein bisschen zu nervig mit dem Reichspfeil. Die hätten das irgendwie anders machen sollen. Ja, dass man einfach... die können trotzdem angreifen. Ja gut, aber nur eine. Man kommt trotzdem leicht vorbei.
Komm, acht Pferd. Volles Stück. Komm raus. Ah, gut. Ja. Das ist so eine Sache. Es ist halt ein Kriegsspiel, es ist ein Reichsspiel, Reich versus Reichsspiel. Da muss man halt ein bisschen taktisch überlegen, wie man vorbricht. Als Low-Leveler. Ich habe so gedacht, ich werde jetzt den Beschwörer auch noch ein bisschen mitleveln. Nicht zu viel Zeit investieren, vielleicht eine halbe Stunde pro Tag oder so. Aber damit ich dann auch ja, supporten kann und auch Items suchen kann, ohne dass man ihm ständig die ganze Zeit aussuchen muss. Ich werde dann wahrscheinlich beim Beschwörer dann die also Item-Drop-Boosters verwenden. Also langsam könnte ich wirklich wieder ein bisschen mehr Geld ausgeben im Shop. Ich habe ja genügend Geld eigentlich so ein bisschen für so Sachen. Ja, weil ich jetzt wahrscheinlich bald noch 2 Stunden Shop mache oder 4 Stunden Shop, kann ich dann noch ein bisschen mehr verdienen. Dann bin ich wenigstens nicht auf Spenden von euch angewiesen so extrem. Dürft ihr ja mal gern spenden, wenn ihr wirklich denkt, ihr könntet mich damit unterstützen, werdet ihr auch. Also ich gebe euer Geld sehr gerne aus für Verbesserungen vom Livestream und Let's Play. Also ein Bildschirm würde ich mir schon gerne leisten. Da muss ich halt noch ein bisschen warten, bis ich mehr Geld habe für einen besseren Bildschirm, damit die Qualität natürlich auch stimmt. Aber ja, so mehr als 200, 300 Euro werde ich jetzt auch nicht ausgeben müssen. Nur habe ich jetzt momentan alles Geld einfach für die Wohnung und für halt das Spiel. Mal schauen. Und ihr dürft gerne mitmachen. Müsst ihr halt einfach alles auswählen, weil, ja. Ich habe guten Kontakt zu YouTube. Wenn ihr mich hatet, werde ich mich einfach da ein bisschen, ja, arrangieren. Und ja, dann dürft ihr gar nichts mehr machen auf YouTube. Wäre auch nicht gut, oder? Einfach aufhören, es ist ein Rollenspiel. Ihr müsst rollenspielartig machen und nicht irgendwie haten. Für was ist das? Was denkt ihr daran? Ihr könnt mich online jetzt hier im Game töten, aber doch nicht ja, so Probleme machen. Ja, das sind halt Angeber und Angeber. Mit Angeber, ja, beschäftige ich mich nicht. Schreib nur manchmal ein paar Kommentare zurück. Oder konter einfach so ein bisschen die schlecht durchdenkten Kommentare. Mit gut durchdenkten Kommentaren. Aber sonst ist es ja nicht schlimm. Und ich habe ihnen eine Chance gegeben, auch mal, ja, ein Duell zu machen, aber es hat nur Aldoros eigentlich, ja, angenommen, sozusagen. Und ja, er hat gewonnen, natürlich, aber einfach mal zu sehen, ja, komm, gebe ich ihm eine Chance, einer von meiner Gilde, der nicht mal gut ist, aber trotzdem eben einfach mal eine Chance bieten, wenn er doch das unbedingt will. Dann soll er das auch bekommen. Und es klappt ja gut. Nee, ich bin ja kein Böse und sage, nee, wir haben die Besten im Clan, wir machen da nichts. Ich habe nur gesagt, dass mein Clan auch gut ist. Das darf man doch wohl, oder? Und schon wurde ich dann natürlich, ja, ausgelachen. Ja, der Braces Clan, der wäre so noobig und so. Ja, dann seid ihr halt stolz, dass ihr Syrten seid und halt schon so extrem mächtig oder immer noch mächtig. Für mich ist das nicht toll, wenn ein Reich von mir so übermächtig ist. Ich will schon, dass alle drei Reiche eigentlich recht gut balanciert sind. Also bitte. Also ihr könnt eigentlich mich gar nichts auswischen. Deshalb, ja, werde ich ab jetzt auch mehr härter durchgreifen. Und eventuell euch halt melden, wenn ihr so weiter nervt. Das ist nämlich Belästigung. Das geht unter Belästigung und das wird zu Bann führen, wenn ich es melde. Aber ich habe es natürlich noch nicht gemeldet, aber einfach nur zur Warnung. Ich will euch jetzt nicht irgendwie runter machen oder, ja,
Probleme zeigen für euch, gegen euch oder so. Es ist einfach so, dass ich ein Spiel spiele und ihr seid sozusagen meine Gegner, weil im Spiel das gegnerische Volk sind. Also benehmt euch auch bitte und tut euch nicht von dem blenden lassen und macht mich nicht fertig, weil ich kann nicht fertig gemacht werden. Ich bin so eine eiserne Figur, ich habe so einen eisernen Willen. Es ist mir hauptsächlich egal, was ihr sagt. Weil, ja, und dann sind wir halt schlechter. Es ist mir doch schnuppe egal. Dafür gebe ich nicht hunderttausende Euro aus pro Jahr für Regnung oder so. Oder zwinge andere zu spielen. Nee, es ist alles freiwillig. Geht doch alle zu Syrtis, wenn ihr nicht zufrieden seid mit mir. Ist mir egal. Dem mache ich schon nicht in die Hose. Ich habe noch nie in die Hose gemacht, seitdem ich Kleinkind war. Seitdem ich noch zu viel zu klein war. Das ist es eben. Man muss hart im Leben sein. Und das habe ich eigentlich mit Bravour eigentlich schon lange durchgemacht. Deshalb liebe ich Regnum auch so. Auch wenn man auf die Fresse bekommt. Man steht immer wieder auf und macht weiter. Aber das können heutzutage halt kleine Kinder, also im Kopf kleine Kinder, nicht machen. Das ist einfach so. Okay, da ist er. Achtung. Sind drei jetzt. Ja, sie sind schon aktiv, aber zu schwach, die Syrten, hä? Da unten ist noch einer. Ah, das ist der. Genau. Das ist der Edelstern, der wird seit, ja, weiß auch nicht wie lange, seit einem Jahr so bewacht. Okay, da sind dann noch die anderen, die schon angreifen. Aber ich kenne jetzt die Spiele noch nicht so. Muss ich sagen. Na, ich muss den angreifen. Ha! Das erste Mal. Okay, das zweite Mal, wir waren ja in Ignis noch. Ja, ich sollte ein bisschen weg. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen scouten. Ich habe ja sowieso keine Chance, also noch zu wenig Schaden für den Geist hier. Also, nochmals. Ja, Nordost, also auf dem Berg, hier auf dem Hügel. Gehen wir mal hier die Straße hoch. Vielleicht finden wir ihn, ist nur 25 Meter entfernt. Ja. Man kann ihn immer wieder einsetzen, das ist gut. Okay, er ist abgehauen. Er ist abgehauen. Ja, wir werden den Edelstein hoffentlich holen können. Weil das ist entscheidend, dass ihr auch mal am Morgen oder so spät und dadurch ja, in der Reich ein bisschen besser helfen als am Abend, wenn alle Spiele online sind und ja, auch nicht so viel passieren kann. Also ich werde schauen, dass ich am Morgen oder am Mittag dann irgendwann mal Aufnahme mache vom Reich, oder? Also Reichskämpfe. So dadurch da auch mehr zeigen kann. Auch wenn natürlich ein bisschen weniger los ist. Es ist spannender und für mich auch ein bisschen bequemer. Ja, wir sind leider zu schwach, habe ich so das Gefühl. Ich könnte ein paar Schildkröten töten. Das hilft dem Reich mehr. Sind leider leicht. Sehr einfach, okay. Ja, wieso greift der Ziel nicht an? Wir müssen mal ein bisschen weniger Zauber einsetzen, wo man den.
mich angreifen kann. Liebe Alüsen. Auch ständig wird halt diese Ding eingesetzt. Eisschuss und einfrieren, glaube ich, oder wie es heißt. Ja, das ist eigentlich eines der einzigen Spiele, wo man die Gegner nicht mehr angreifen kann, wenn sie eingefroren sind. Ja. Ein normaler, cool. Hätte ich auch gerne gekillt. Was ist es? Ein Papa. Okay. Okay, sind wieder keine Spiele sonst unterwegs. Da kommt nochmal ein. Nein, das ist ein Don. Und so, also. Ja, der ging lang. Die Entwickler entwickeln immer für 30, 40 Spiele oder noch mehr. Aber wenn wir jetzt so wenig sind, geht das halt viel zu lange. Aber ist auch lustig. Yay, darf ich Edelstein tragen? Das muss man da angreifen. Ich kann das nicht erwischen. So ist es. Ja, ist okay, groß, aber der Charakter soll auch etwas machen, wenn ich darauf klicke. Okay, man kann nur normal angreifen. Aber ich möchte ja eigentlich Spieler. Aua. Hä, der hat sich getan. Okay, schade. Der heißt Praises. Und er soll uns stören. Ja, jetzt kommen sie so langsam und wollen natürlich einmischen. Na, lieber nicht hier beim Wirbelwind. Ah, jetzt ist schon wieder weg, das nervt. Ich habe einfach keine Übersicht. Ich habe viel zu kleiner Bild, also zu große Auflösung. Ich spiele ja auf 4K. Nein, jetzt momentan nicht 4K, nicht mehr 4K. Ja, ich wechsle immer wieder, weil ich kann einfach in 4K besser spielen und mit Full HD kann ich besser aufnehmen. So ist er wieder ab. Pfeife. Aber was möchten jetzt eigentlich die Spieler von Zerdis bewegen? Sie fliehen ja sowieso. Sie sind zahlenmäßig extrem unterlegen. Oder machen es einfach nicht taktisch genug mit anderen zusammen. Und deshalb verlieren sie ja. Na, der hat ab. Bitte weiter, ja. Ist das so schnell? So, den haben wir erledigt, ja. Kommen auch 3 Königreichspunkte, schön. Ja, aber eben der Bildschirm, ja, der ist natürlich schon nicht gerade so groß und deshalb sind die Schriften so klein. Das Game ist halt für, weiß auch nicht, normales HD ausgelegt. Also, wie man sieht, hat man hier so weiße Blitze. Auf bestimmten Seiten ist die Schwachstelle immer. Und ich greife trotzdem nicht an. Aus welchen Gründen? Das ist heftig verbuggt. Okay, dann greife ich halt nicht. Jetzt. Ah, Mann, ist das verbuggt. Absturzbericht. Was muss ich schreiben? Champions of Bugnum. No hate, aber ja, es ist einfach lustig, oder?
Nee, natürlich mache ich es nicht. Aber stürzt jetzt öfters im Fenstermodus ab. So spiele ich gerade im Feuerbildmodus, glaube ich. Ja. So. Okay, jetzt ist er weg. Ich will ihn. Nein, ich will ihn. Wenn wir diese blöden Vollpfosten von. Nein, nicht Vollpfosten. Ah. Ne, ich meine einfach immer diese Greedy-Spiele. Das sind auch Vollpfosten. Nein, das sind keine Vollpfosten. Ja, komm, greifen wir an. Ja. Ich dachte, der würde sofort sterben. Ritter lassen wir in Ruhe. Aber wir haben immer diese Greedy-Spiele, das ist völliger Humbug. Ist doch egal, wer den Stein nimmt. Aber immer der Erste muss natürlich der Coolste sein. Ich glaube, das ist eher der Uncoolste. Und übrigens, Vollpfosten heißt nicht Vollidiot, das heißt einfach einer, der nicht denkt. Also einer, der gerade momentan Pause, AFK ist im Gedanken. Und ja, eben ein Vollpfosten. Es gibt ja Halbpfosten, wo man einklinkt bei den Bauern, also bei den Zäunen. Und es gibt die Vollpfosten, wo man drum herum schlingt, glaube ich, oder so die, die Stromschnüre da. Das sind ja keine Barrikaden oder so. Das sind einfach nur unter Strom gesetzte Kabel. Ja, okay. Wir haben ja einen Edelstein, das ist gut. Der zweite, für das haben wir zu wenig Leute. Aber so haben wir jetzt mal ein bisschen die Spieler genervt von Syrtis. Das nerven ja auch uns immer wieder. Aber mach nicht immer so viel Schaden, dann kann ich auch mal noch reinhauen. Okay, ich habe ihn bekommen. Ich mache schon ein bisschen genügend Schaden. Hauptsache das. Ja, aber sicher, ich will jetzt Level 40 werden. Ich habe einen Bogen gefunden für Level 40. Den will ich nutzen, damit ich wieder 30 habe. Reichweite. Und, so dann, ja, auch wieder ein bisschen safer spielen kann. Da ist wieder einer. Ich habe ihm genug Schaden zugefügt, aber ich möchte gerne noch ein bisschen necken. Da kommt auch wieder einer. Also er will nicht, der hat Angst. Aber ich glaube, das wirkt relativ lange. Ja, ich habe nicht genügend Schaden angerichtet, merke ich gerade. Sehe ich gerade. Ja. Aber egal, den brauchen wir nicht. So. Gutes Versteck. Respekt. Bin gleich gesehen. Ja, und die zu spät sind, werden halt eventuell schon auf die Fresse bekommen. Man muss halt auch ein bisschen Gas geben. Kann nicht immer ständig da bleiben und meinen, man müsste auf Hero machen. Wieso beschützt die denn nicht? Wieso geht ihr? Okay, kommt wieder zurück. Manchmal denke ich aber schon, dass die im Spiel einfach nichts nachdenken. Einfach nicht spielen, also nur spielen, aber nichts nachdenken. Weil eigentlich solltet ihr ja den Edelstein beschützen. Und nicht irgendwelchen Spielen hinterherjagen. Ab Greedy, ja. Regnum ist ein Greedy-Spiel. Die Leute fühlen sich so cool, dass sie wirklich extrem viel Geld ausgeben, damit sie vorne dabei spielen können. Und so einer bin ich natürlich nicht, aber kann es euch schon zeigen, wenn ich dann Geld habe. Von mir aus können die Entwickler von mir schon viel Geld bekommen. Aber sie müssen jetzt auch mal etwas leisten und nicht nur Suggestions, die letten.
sind die Dilettanten, ey. Und einfach mal verstehen, dass ich diese Witzchen nur als Rollenspiel meine, also ein bisschen Witzle. Also wirklich sehr wenig Witzle. Nicht ernst nehmen solche Sachen, vor allem nicht Anschuldigungen gegen andere Reiche. Das ist nicht normal, wieso die Leute auf mich losgehen, nur weil ich gesagt habe, Spargeltarzan. Es sind ja Elfen, also Spargeltarzan. Das ist doch keine Beleidigung für Elfen. Das ist ein Lob. Sie können Spargel ziehen. Sie können mit Spargeln an den, also wie Lianen mit Spargeln an den Bäumen herumhangeln. Ach, ist das ein schönes Ding. Mach ich mal ein Bild. Ah. So. Prima. Ich tue immer wieder bei Regnum auf Steam Bilder hoch als Posten. Könnt ihr mal anschauen. So, noch ein Bild vom Stein gemacht. Und dann haben wir dann gleich unser Gebiet wieder erreicht. Ich denke, sie werden nicht angreifen, weil sie zu wenige sind. PP looks clear. Okay. PP is party, please, and party play. Ja. Also ich bin nicht in der Party. Weil ich jetzt auch erst dazu gekommen, ja. Okay, schon vor einer halben Stunde, einer Stunde. Aber jetzt nicht immer so mit denen zusammen bin. Und die Party wahrscheinlich voll ist. So. Schauen wir mal. 27 Minuten. Also ich begleite den Edelstein noch nach Hause. Und ich werde aufnehmen, sobald ich Ding habe. Was? Ah, synchron wieder. Ich schreibe immer zu jedem Greedy, soll merken, dass sie blöde sind. Also Biru Biru, okay, gemerkt. Der erste, der malt zuerst, aber wenn man Asynchrone hat, also. Ja, das blöde Spieler, ey. Die haben meistens guten Ping, halt P. Und ich habe einen sehr schlechten Ping. Ja. Also, wenn es einen Grund gibt, dass ich nicht mehr so gerne. Ja, RVR oder so Sachen mache, wie zum Beispiel ja, PvP und mit Spielen zusammenspielen oder so. Also wegen dem High Ping momentan. Ich habe schon alles gemacht, damit der Ping natürlich wieder runtergeht. Also die Entwickler angesprochen und so weiter. Aber ja, sie wollen nichts damit zu tun haben, scheinbar. Ja, wollen sie weiterhin halt so ein mega schlechtes Server in Argentinien haben. Und da kann man nichts machen. Ja, geht auch nicht runter. Also das ist mein Ping zum Server und das ist der Server-Ping zu mir. Und das zeigt eigentlich schon, dass ich natürlich viel bessere Internetverbindung habe als der Server. Das haben die 30 Kilobyte pro Sekunde. Ich habe 150 plus. Na gut. Also 150k plus, meine ich. Also, dann haben wir das gedingt. Und ja, mal schauen, wie lange er im Reich bleibt. Ich werde ein bisschen aufpassen auf den Edelstein. Ich kann das. Und ja.
Auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.